Trump ernennt Scott Bessent zum designierten Finanzminister und die Märkte sagen sich, ja, das zeigt doch, dass der Trump es nicht so ernst meint, dass hier die Dinge doch ein bisschen moderater ablaufen könnten in Sachen Zölle etc. etc. Dementsprechend sehen wir, dass alles, was von eigentlich steigender Inflation profitieren würde, die man eigentlich erwartet hat, wenn Trump die Präsidentschaft wieder übernimmt, dass diese Assets jetzt unter Druck kommen, ergo Gold, ergo der Dollar, ergo Bitcoin. Das sind die Assets, die jetzt erst einmal nach unten gehen, die Aktienmärkte steigen, weil man sich eben sagt, naja, siehst du, es wird nicht so schlimm kommen. Ich glaube, das ist eine Einschätzung, die ein bisschen kurzsichtig ist, aber sei es drum, wir wollen uns das Geschehen mal anschauen und gucken, was hier der Fall ist. Hier sehen wir diese Headline von Bloomberg. Man sagt, dass eben hier dieser Bessent den Finanzmärkten wie auch der Wirtschaft mehr Stabilität verleihen dürfte. Bessent kommt ja von dem Hedgefonds Key Square Group. Und man hatte ja Bedenken, dass die protektionistische Politik von Trump eben die Inflation anheizt und die Handelsspannungen verschärft. Die sind jetzt gemildert, weil man sagt, dieser Mann, der ist doch ziemlich vernünftig und da ist wahrscheinlich eben auch was dran. Die entscheidende Frage ist eben, naja, wie radikal wird er jetzt, die ganze Geschichte? Wie wird seine Wirtschaftspolitik, gemeint ist Donald Trump, und dieser Bessent, der soll dafür sorgen, dass es vielleicht nicht so radikal wird, so meinen die Märkte. Auf der anderen Seite haben wir als Handelsminister Lutnick, und Lutnick ist ein Falke, vor allem gegenüber China, ein Zollanhänger der allerfeinsten Sorte, der in einer Rede in New York kürzlich ja nochmal gesagt hatte, es lief doch super bis 1913, als die Regierung sich nur durch Zölle finanzierte. Und entscheidend in Sachen Zöllen ist nicht der Finanzminister, sondern eben der Handelsminister. Also nicht Bessent, sondern Lutnick ist der entscheidende Mann. Das ist so ein bisschen ähnlich wie damals Wilbur Ross gegen Steve Mnuchin, damals in der ersten Regierungszeit von Donald Trump. Gucken wir mal, was dieser gute Mann so sagt, der Scott Bessent. Hier zunächst mal sagt er, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Chance, die wir haben, dass wir durch Deregulierung, Energieunabhängigkeit und Dominanz die USA retten können, dass wir sozusagen herauswachsen aus unserer Schuldendimension, die dramatisch ist, und er schlägt eine 3-3-3-Policy vor. Also wir wollen das Budgetdefizit auf minus 3% zum BIP reduzieren, man will 3% wachsen beim BIP und man will eben 3 Millionen Barrel mehr fördern, also Fracking betreiben. Das ist der Plan, und dieser Scott Bessent ist schon mit allen Wassern gewaschen. Der war nicht nur bei Kynikos, also dem Hedgefonds von Jim Chanos, ein berühmter Shorty, ein berühmter Short-Seller, von dem ich sehr viel halte, weil er ein sehr kluger Kopf ist, ebenso natürlich wie Soros und Druckenmiller, mit denen er zusammengearbeitet hat, damals schon die Wette gegen das britische Pfund gewonnen, auch die Wette 2013 auf einen fallenden Yen, damals Ministerpräsident Abe, der gesagt hat, wir wollen die Deflation besiegen. Indirekt hat er damit gesagt, wir wollen eine Abwertung des Yen. Das haben die gespielt, das habe ich damals auch gespielt. Jedes Mal Rücksetzer in Dollar, Yen, in Euro, Long, Euro-Yen long gegangen und das ziemlich lange geritten. Das war eine sehr profitable Zeit. Manchmal trifft man halt was, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, aber das war relativ klar. Das sind so, wie soll man sagen, geopolitische Logiken, die dann auch an den Märkten funktionieren. Und da ist Scott Bessent schon jemand, der das wirklich drauf hat. Also ein durchaus schlauer Kopf. Und jetzt eben die Frage, was passiert denn dann zum Beispiel mit den Zöllen? Er hat Bessent nämlich auch gesagt, ja, Zölle ganz wichtig, aber Steuersenkungen fast noch wichtiger. Also er ist schon voll in dieser Trump-Agenda, auch wenn er zum Beispiel den Demokraten schon oft Geld gespendet hat. Also ist jetzt nicht sozusagen der geborene Trumpist, aber sagt eben, ich finde diese Agenda gut. Und jetzt reist zum Beispiel Apple-Chef Tim Cook nach China und wird dort Premier Li Qiang treffen.
Und im staatlichen Fernsehen, da hat der gute Tim Cook schon mal einen Kotau gemacht. Ja, unsere Zulieferer in China, ohne die könnten wir nicht das tun, was wir tun. Und genau das ist ja jetzt das Problem, denn wenn diese Zölle kommen, mindestens 60%, dann wird schwierig in China irgendwie irgendwas noch zu bekommen, respektive dann in die USA zu importieren. Also da sehen wir, denen geht jetzt schon ein bisschen die Muffe. Der versucht jetzt erstmal die Chinesen ein bisschen zu streicheln, aber die Frage ist, kann er das, weil eben dann, wenn Trump an die Macht kommt, die Dinge komplett anders laufen könnten. Hier sehen wir jedenfalls die Reaktion, Gold steigt nicht, sondern fallen tut es, nachdem wir ja in der letzten Woche nochmal sehr deutlich gestiegen waren bei Gold, in der Erwartung, ja, das ist inflationär, was der gute Trump macht. All das hat auch den Dollar gestärkt, mit der Aussicht, naja, wenn es inflationär ist, kann die Fed die Zinsen nicht senken, also ist der Dollar stark. Jetzt der Dollar-Index allerdings mit einem Gap nach unten, ähnlich wie Gold also, sehen wir da Druck. Und auch Bitcoin ist jetzt nicht dramatisch gefallen, aber eben hat eben die 100.000 bislang nicht erreicht. In der Nähe dieser historischen Marke, wir sehen massive Inflows ja into Krypto-Funds, also alle wollen jetzt dabei sein. Und jetzt kommt eine harte Nachricht, liebe Bitcoinistas, Jim Cramer nennt Bitcoin einen Gewinner. Und wir sehen, dass dieser Rücksetzer, den wir jetzt gesehen haben, von knapp 100.000 auf 95 irgendwas, da sind über 500 Millionen Assets liquidiert worden, Krypto-Assets, also respektive Bitcoin, weil viele eben oben gekauft haben. Also Jim Cramer könnte genau zur richtigen Zeit wieder am richtigen Ort gewesen sein. Und die Krypto-Szene ist entsetzt, wie es hier heißt. Einer schreibt, der Bullenmarkt hat gerade seinen Totenschein unterschrieben, eben weil Jim Cramer als derjenige gilt, der gerade dann, als Bitcoin zum Beispiel bei 16.000 Dollar war, November 22, vor zwei Jahren, also gesagt hat, also Bitcoin, alles Shit, soll man sofort verkaufen. Das war praktisch der Tiefpunkt. Also Jim Cramer gilt als der Kontraindikator. Manche sagen, nein, das ist kein Kontraindikator, sondern das ist sozusagen der Abgesandte der Wall Street, der die Kleinanleger immer in die falsche Richtung treiben soll, damit sie den Großen letztendlich zum Fraß vorgeworfen werden. Beides klingt für mich durchaus plausibel. Wir sehen, dass Bitcoin natürlich sehr stark überkauft war nach dieser Rallye. Und wir sehen vor allem auch, dass MicroStrategy noch viel deutlicher gestiegen war, über 700%, während Bitcoin nur 162% gestiegen ist. Also da ist seit Jahresbeginn, also da ist eine sehr große Outperformance von MicroStrategy. Michael Saylor, der immer Bitcoin kauft, auf Pump Schulden macht, Bitcoin kauft. Er wechselt im Prinzip, wenn man so will, über geliehene Dollars, über schuldenfinanzierte Dollars, wechselt er vom Dollar in Bitcoin. Für manche ist das deswegen attraktiv, für institutionelle Player diese Anleihen zu kaufen, weil sie selber eben kein Bitcoin kaufen dürfen. Also sagen sie sich, ja, aber wir dürfen Anleihen kaufen, also kaufen wir eine Anleihe von Michael Saylor, der eben faktisch das Prinzip betreibt, du wechselst aus dem Dollar in Bitcoin. So erklärt sich der Zulauf. Und wir sehen, MicroStrategy war jetzt am Donnerstag mit 50 Milliarden Dollar Volumen praktisch die meistgehandelte Aktie. Das Bitcoin ETF EBIT hatte da nur 5 Milliarden Dollar. Also das ist eine riesen interessante Zockerei, die da stattfindet. Man steigt zweistellig, man fällt zweistellig seitens MicroStrategy. Mal gucken, wie heute die Dinge hier laufen. Wird auch mental so ein bisschen wichtig für den Markt. Wir sehen, dass insgesamt ja gehebelte ETFs, das Volumen wird immer größer. Wir sehen, dass immer mehr Geld in US-Aktienmärkte geflossen ist. Wir haben jetzt eine günstige Zeit in der Woche vor Thanksgiving. Da wird ja am Donnerstag nett gehandelt und am Freitag so ein halber. Also im Prinzip ist die Woche mehr oder weniger am Mittwoch dann gelaufen. Hier sehen wir mal diesen Anstieg etwa des MSCI USA, also praktisch des Anteils der amerikanischer Firmen im Weltindex MSCI. Wir sehen diese Outperformance der Amerikaner gegenüber der Restwelt enorm, und jetzt soll das noch enormer werden. Okay, wie gesagt, hier Donnerstag eigentlich die Woche schon mehr oder weniger gelaufen wegen Thanksgiving. Am Mittwoch dann nochmal sehr wichtig, die PCE-Daten
Mit der Frage, do we cut or don't we cut? Wird die Fed also da Zinsen senken oder wird sie das nicht machen? Und die Wahrscheinlichkeit ist zwar pro etwas mit 56%, aber mit 44% auch eine gute Chance, dass das nicht passiert. Also so eine Art 50-50-Entscheidung könnte man mal sagen, angesichts der doch eher knappen Situation derzeit. Und auffällig ist, wenn wir uns jetzt mal die Berichtssaison anschauen, die ja gelaufen ist jetzt, dann sehen wir immer mehr Firmen in den USA, die sagen, die Konsumenten können sich oder gehen selektiver vor und stellen die Frage nach der Leistbarkeit. Was können wir uns noch leisten? Diese Anzahl geht deutlich nach oben. Wir sehen gerade aus dem Einzelhandelssektor Dollar Tree, Dollar General, Target, wie sie alle heißen, die alle ziemlich unter Druck gekommen sind, weil die Amerikaner eben halskrause Unterlippe verschuldet sind und deswegen eben sagen, naja, ich muss jetzt schon sehr genau gucken, wofür ich mein Geld investiere, was ich kaufe, ich warte auf Sonderangebote etc. Also die sind schon ziemlich am Anschlag vielleicht oder vor einem Anschlag vielleicht auch die Iraner hier berichtet, dass es bald diese Gegenattacke geben könnte gegen Israel. So wird es hier von Reuters gemeldet. Und wenn wir uns jetzt mal dieser ganzen Geschichte in Baku zuwenden, dieser wunderbaren Klimakonferenz, da ist es ja so, dass die Briten zum Beispiel 470 Delegierte dahin geschickt haben, also 2,3 Millionen Air Miles sind da mal eben investiert worden, um das Klima zu retten und vor allem um Entschädigung zu zahlen bei denjenigen, die wahrscheinlich viel schmutziger produzieren als wir, gell, Entwicklungsländer, gell, wir sind schuld, wir sind also die bösen Klimaverursacher. Deswegen zahlen wir jetzt Ablass, auf dass wir dann doch noch in den Himmel kommen. Übrigens, die britischen Firmen, die sind weniger optimistisch. Die Hälfte aller britischen Firmen will aufgrund der Steuerpläne der Regierung von Starmer die Stellen streichen, nicht schlecht. Und wir haben natürlich auch unsere Top-Vertreterin Annalena Baerbock in Baku gehabt, also die Crème de la Crème unserer Politik. Und die hat gesagt, wir befinden uns mitten eines geopolitischen Machtspiels einiger der fossilen Staaten. Ihr Spielbrett ist leider der Rücken der ärmsten und verletzlichsten Länder. Also die könnte in jedem, wie soll man sagen, in jeder Soap-Opera könnte die wirklich eine gute Rolle spielen, die gute Annalena. Jetzt hat sie ja auch Zeit nach den privaten Turbulenzen. Also hier sagt jemand ganz die Bösen gegen die Unterdrückten und leider zählen wir zu den Bösen. Annalena an 80% der deutschen Energie kommt aus fossilen Quellen, an 81,4% der Tage haben wir einen höheren CO2-Ausstoß als die anderen Länder in Europa. Also wir nicht fossil, gell, Annalena? Und deswegen, also wir zahlen den Ablass, 300 Milliarden sollen sein, gell? Und die Annalena, die sorgt dafür, dass der Hauptteil bei uns bleibt, gell? Also man kann nur sagen, großartig, Annalena. Es ist ja nicht so, dass wir das Geld für unsere Rentner brauchen, gell, die in Mülltonnen da rumstochern teilweise. Nein, gell, wir brauchen ja auch Förderung von Solardächern auf Moscheen in Marokko, gell? Und Klimasensibilisierung der dortigen Bevölkerung. Das sind wichtige Aufgaben, meine Damen und Herren, logisch. Na, da brauchen wir ja gar nicht drüber nachdenken. Und so ist es eben das, was Professor Christian Rieck gesagt hat, was Mario Lochner hier retweetet hat. Wenn man den anderen vormacht, dass Klimaschutz weniger Wohlstand bedeutet, dann werden es die anderen sicher nicht nachmachen. Geld, genau das war das Kalkül von Habeck. Wenn wir es schaffen, schaffen es alle. Dann sind die ermutigt. Jetzt sehen die, wie es bei uns komplett gegen die Wand fährt, zumal ja jetzt bald die CO2-Steuern um 22% angehoben werden. Eine sehr gute Nachricht. Das bedeutet, dass etwa Benzin 4,3 Cent pro Liter teurer wird, Diesel 4,7. Wir sehen, dass die Netzentgelte massiv steigen, Kfz-Versicherungen steigen massiv und das trifft eine Gesellschaft, die ohnehin schon jetzt durch diese Fortsetzung des Niedergangs dieser ideologischen Politik, die Merkel begonnen hat, jetzt ohnehin schon in Richtung Wand unterwegs ist und jetzt wird diese Fahrt nochmal beschleunigt. Da kann man nur optimistisch sein, gell, alles richtig gemacht, wir machen
machen Energie immer teurer, freiwillig, gell? Damit wir die Welt retten, die selber immer mehr Energie verbraucht, ne? CO2 emittiert, gell? Ja, aber wir gehen ja runter, wir sind ja die Guten, gell? Und dann, wenn wir praktisch im Fegefeuer sind, dann können wir sagen, da, also CO2-technisch waren wir sehr sauber unterwegs, gell? Und dann sagt der Petrus, ja, interessiert mich nicht, zack, wurde ja zack, runter in die Hölle, gell? Aber so sehen wir jetzt, dass der Preis steigt für Energie, nämlich auch an der Strombörse. Hier, ja, weil das Wetter ziemlich kalt war. Jetzt ist es noch mal ein, zwei Tage sehr warm. Aber Preise für Gas und Strom sehr stark gestiegen. Und wir sind ja wahrscheinlich nur einer Katastrophe entgangen, weil es noch nicht so kalt war, als diese Dunkelflaute war. Der RWE-Chef hat gesagt, wenn das im Januar passiert wäre mit entsprechenden Temperaturen, dann wäre die Stromversorgung zusammengebrochen. Da kann man nur sagen, großartige Energiepolitik, Kugeleis und so weiter, gell? Also das ist natürlich eine richtig gute Sache, zumal die öffentliche Verwaltung wächst. Das Einzige, was wächst in Deutschland, ist ja die öffentliche Verwaltung, eine Erfolgsgeschichte. Wir sehen, dass der Anteil am BIP immer weiter steigt, der öffentlichen Verwaltung. Auch das zeigt, wie die Wirtschaft hier sozusagen systematisch verdunstet, wie die Wirtschaft letztendlich dieses Land verlassen wird. Goldpreis fällt, Gold im Spannungsfeld zwischen Geld und Geopolitik. Was ist da los? Fed vielleicht senkt nicht die Zinsen. Der Trump, so sagt man, jetzt hat er Bessent nominiert. Jetzt wird alles gut, meine Damen und Herren. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung betrifft das Zentrale für diese Weiterentwicklung der Finanzmärkte. Wie radikal wird seine Politik? Das hat mein Kollege Wolfgang Müller in der Tiefe analysiert. Auch das gerne bitte weiterempfehlen über Social Media. Ich sage Servus, ciao.